Ja, Volker, vielen Dank. Da wir so hemmungslos hier Marken benennen dürfen, hoffe ich, dass Gripostat mich über die Runden bringen wird, wenn ich in 5 Minuten nicht mehr reden kann. Alles steht heute in der Horizont drin und werde dann auf die anderen Partner verweisen. Daten und Kreativität auf den ersten Blick vielleicht nicht die Freunde, die zusammen gehören, aber auch vorweg gesagt, was wir hier tun, ist völlig pro Kreativität. Wir leben in einer Welt, wo wir alles messbar haben. Wir haben über Customer Journey, Touchpoint, alles gehört. In einer Welt, wo Kreativität nicht quantifizierbar ist oder unquantifizierbar bleiben würde, würde das in the long run auf jeden Fall zulasten der Budgets und der Wertschätzung von Kreativität gehen. Deswegen vorweg, das ist ganz toll für alle Kreativen hier im Raum und draußen, die sich das anhören. Katzenvideos haben wir schon als Vorlage bekommen gerade. Muss ich natürlich auch nehmen, aber vielleicht haben wir schon die nächste Evolutionsstufe gesehen mit Amazon. Vielleicht sind die Ponys die neuen Katzen. Schauen wir, was sich da entwickeln wird. Oder der Hipster, wie wir gestern ja auch in der Horizont lesen durften. Wenn Sie mich fragen, ob ich das kreativ finde, ich habe eine Meinung dazu, aber es ist auch völlig egal, was ich denke. Ich bin kein Kreativer, ich bin eher so der Datenfuzzi, den Stefan Vogel vorhin so angesprochen hat. Was wir wollen, ist im Prinzip versuchen, weniger Meinung, mehr Fakten, weniger Bauchgefühl, mehr Daten in diese Diskussion reinzubekommen. Und vielleicht helfen uns ja auch die letzten Wochen und Monate dieser ganzen Award-Diskussion, dass eine Zuwendung hin zu Daten und Messbarkeit vielleicht ja auch etwas Positives ist. Also, Volker Schütz hat schon gesagt, wir haben ein tolles Partner-Setup zusammengekriegt. Ich stelle Ihnen natürlich gleich den Index nochmal vor, was wir auch letztes Jahr in den Piloten dazu gemacht haben. Ich denke, mit Google und 7One haben wir medial und datenseitig alles beieinander, was so das Herz begehrt. Wir haben den besten aller Medienpartner mit Horizont und mit den breiten Schultern von Herrn Vogel und dem ADC auch noch eine gewisse Grundlegitimation, was Kreativität angeht. Vielleicht einen kleinen Schritt nochmal zurück, warum wir mit dieser alten und neuen Weltdiskussion so lange schon zu tun haben. Uns gibt es auch schon ein paar Tage. Ich erinnere mich noch an die Zeit, da musste ich immer erklären, dass mit Online, dass das schon so ein bisschen ist wie echte Welt. Das war so in den 2000ern. Wir mussten immer in Marktforschung nachweisen, dass das, was wir in klassischer Marfo gemacht haben, dass das auch in Online-Marktforschung reproduzierbar ist. Und wenn Sie da so 2000 sich das anschauen, und wo wir heute dazu stehen, dann das ganze Thema, als das mit dem Social-Kram losging, haben alle oder viele Kunden gesagt, mein Gott, wann können wir den Stecker hier wieder ziehen? Warum machen die den ganzen Blödsinn überhaupt? Was soll das? Als Google immer relevanter wurde, war auch klar, ja, okay, da kann man so ein bisschen was mal nachschauen, aber wirklich daraus Interessen, Haltungen und das, was Menschen wollen, rauslesbar zu machen, das hat auch keiner sich wirklich vorstellen können. Und heute reden wir darüber, ob wir Kreativität mit Daten messen können. Was wir getan haben im letzten Jahr, wir haben uns alle Worts angeschaut, haben versucht, aus einem Wort alle Kriterien rauszulesen und haben die dann übersetzt in etwas, was wir mit den 3 Kriterien dieses Creativity Scores bezeichnen, das ist die kreative Konzeption, die Activation, den Impact. Ich werde Sie verschonen mit den Detailformeln dahinter. Vielleicht nur zum Vorgehen ganz kurz. Die sich ein bisschen mehr mit neuen Daten beschäftigen und neue Daten, in unserer Diktion ist alles, was soziale Daten, Suchdaten so hergeben, ist eben das Problem, es gibt so viel Neues da draußen und so viel, was für uns das Problem in Anführungszeichen ist, diese Neues und die relevanten Signale in dieser Neues zu finden. Was wir tun, wir gucken uns alles an, was da draußen erzählt wird, natürlich zu den Marken, dann gehen wir auf die einzelnen Kampagnenelemente runter, schauen uns an, was zu der Kampagne, was zur spezifischen Kampagne genannt wird und dann zu diesen 3 Indizes, die ich kurz benannt habe. Wie gesagt, Detail gerne in der Kaffeepause oder wir haben auch sogar einen kleinen Stand oben, da können die Kollegen das gerne im Detail erzählen. Wir haben uns letztes Jahr angeschaut, eine Selektion einzelner Kampagnen. Wenn Sie die Horizont von heute lesen, können Sie das auch nochmal im Detail kritisch hinterfragen. Wir haben uns verschiedene Kampagnen angeschaut, digitale, non-digitale, virale, kommerzielle. Wir haben uns auch Non-Profit angeschaut, prämierte, nicht prämierte. Und das erste Ergebnis mit dem, was wir dort getan haben, sieht so aus. Bitte keine große Diskussion, die wir jetzt hier führen können. Wir glauben nur, dass wir relativ gut nachgebildet haben und messen können, das, was wir auch in all den persönlichen Diskussionen gefunden haben. Ich werde Sie gleich nochmal ganz kurz durch die einzelnen Elemente durchführen und das
an der Stelle dann auch im Detail nicht vertiefen. Aber wenn wir uns das anschauen, beispielsweise so etwas wie Gossip Girl, wir nochmal unterscheiden zwischen Konzeption, Activation, Impact. Das ganze Thema, was Gossip Girl gespielt hat, das Thema Mobbing, hat so eine hohe emotionale Aktivierung inne gehabt, dass dieser erste Score, Conception, extrem gut funktioniert hat. Wenn wir das noch tiefer uns anschauen und auch diese ganze Analyse, die wir dort gemacht haben, geht natürlich noch viel tiefer als nur auf drei holistischen Scores. Wir haben ganz viel über das Thema Entertaining gehört. Klar, Entertainment ist super wichtig, aber wenn es dann richtig relevant werden soll, sollte es am besten noch ein bisschen touching werden. Also nicht nur mich irgendwie unterhalten, sondern auch noch ein bisschen näher gehen, sodass wir bei dieser Kampagne gesehen haben, dass das sehr gut funktioniert. Bei den Kampagnen, die wir sonst uns angeschaut haben, haben wir bis auf eine, die Sie sehen, relativ gute C1-Werte. Nur Entertainment zu sein, entertaining zu sein, involvierend zu sein, ist schön, aber richtig schön ist es ja auch, wenn irgendwas daraus passiert. Das ganze Thema Activation, ein großes Thema, hier nur der Verweis ohne irgendwelche Formeln und Auswertungen, ich glaube auch da, was Second- und Third-Screen Multi-Device angeht, wenn Sie Werbung rezipieren, ob jetzt irgendwie dargebracht, wie wir es gerade gehört haben, Werbung ausgeliefert, wenn Sie nicht irgendwie eine Reaktion zeigen, dass Sie in den Shop reinlaufen, irgendwas parallel gerade nachsuchen, irgendetwas machen, dann war es vielleicht auch entertaining, aber hat eben nicht zu irgendeiner Aktivität geführt. Das messen wir mit dem Thema C2. Und mit einer der spannendsten Scores, Subscores, was wir messen, ist die alte Diskussion Always On. Wenn ich Media mal ausschalte, was passiert denn dann? Wir haben sicherlich und Sie auch viele Beispiele im Kopf, wo Sie wissen, dass viele Themen und Kommunikation hochgehalten werden, eben über einen kontinuierlichen Druck. Und das Spannende ist einfach, was ist denn, wenn der Druck weg ist? Das heißt, wir gucken uns an, auch nach der Phase, wo eine Kampagne läuft, ob danach noch irgendeine Viralität, irgendein Impact, irgendeine weitere Beschäftigung, sind Werte transportiert worden, haben die Leute irgendein Interesse entwickelt, sich weiterhin mit dieser Botschaft zu beschäftigen, und das ist das ganze Thema Impact. Auch diese Themen haben wir eben schon vielfach gehört. Es geht nicht um Klicks, sondern es geht natürlich, wie von Ralf Holl gehört haben, shareable. Ist es irgendetwas, wo die Leute Bock drauf haben? Nehmen Sie den Content mit, bringen Sie den zu Ihren Freunden, machen Sie irgendwas damit. Das ist genau das, was wir dort messen, und auch dieser Faktor eben, wenn es mal aus ist mit Media, und wenn Sie sich die ganzen Awards anschauen, sehen Sie ja doch eine hohe Korrelation aus Mediadruck und auch den Rankings, sodass wir das versuchen dort zu neutralisieren. Kurz nochmal zusammengefasst, was wir hier tun. Ich weiß nicht, viele Worte auf einem Chart, aber vielleicht noch eine Sekunde Zeit dazu. Das Spannende an diesen wahnsinnig vielen neuen Daten ist, dass Sie alles during action live in Händen halten. Das heißt, wir glauben zutiefst daran, dass die Zeit von Pre- und Post-Testing vorbei ist. Wir werden alles, und das tun wir auch schon, alles haben wir live messbar in den Händen. Und genau das ist, was wir auch mit dem Thema Messung von Kreativität machen. Wir können es also praktisch live, stündlich, wöchentlich, täglich uns anschauen, was da draußen passiert. Was wir tun, wir legen die Bewertung von Kreativität in die Hände von denen, die es wirklich in Händen halten, das sind die Consumer. Das heißt, alles, was wir an Diskussionen dazu kennen, es geht einfach darum, erreicht es die Leute, die wir erreichen wollen, und sonst niemanden anderen. Wir glauben, wenn wir das ordentlich jetzt machen, dass wir die biggest Smart Data, nicht Big Data, die Unterscheidung können wir gerne auch nochmal diskutieren, die Smart Data Database aufbauen werden. Das heißt, was wir tun wollen ist, wir haben vorhin gehört, die ganzen emotionalen Weihnachtskampagnen, Gesundheit, die ganzen emotionalen Weihnachtskampagnen waren alle Retailer. Warum fangen Retailer an, uns so auf die Tränendrüse zu drücken? Was wir tun wollen ist, dass wir über ganz viele Daten und datenanalytisch herleiten wollen, was macht es unterschiedlich? Fällt es solchen Retailern leichter zu versuchen, also Wertehaltung einzunehmen, oder Unternehmen, die stark aus dem Produkt kommen, fällt es denen wahnsinnig viel schwerer oder eben auch leichter? Das heißt, wir versuchen, diese Erfolgsfaktoren dort aus den Daten lesen zu können. One Truth, One Currency, alle wollen auf diesen einen vergleichbaren Nenner in der Werbewirkungsforschung, und so versuchen wir das hier auch, eben einfach eine Vergleichbarkeit, eine gemeinsame Währung herzustellen für die Diskussion. Wenn das alles so funktioniert, von dem wir natürlich überzeugt sind, werden Daten und Kreative zunehmend zu Freunden, und vor allem werden wir sehen, da sind wir felsenfest von überzeugt, jedenfalls mit den Kunden, mit denen wir das schon tun, werden wir pro Budgets in Kreativität arbeiten,
Das heißt, wir werden mehr Geld für Kreativität sehen, wenn es messbar ist, aus den vorhin schon genannten Gründen, und die Resultante unten sehen Sie. Darum geht es ja auch. Und was wir jetzt tun ist, sozusagen heute haben wir das live geschaltet. Wir haben auch vielen Dank nochmal an die ganz tolle Partnerunterstützung mit sehr viel Engagement das jetzt in relativ kurzer Zeit auf die Beine gestellt. Heute bringen wir das live. Sie werden auch einzelne von diesen Heimkommen und Star Warsigen Weihnachtskampagnen sehen. Das heißt, nicht nur die, die ich Ihnen gerade in diesem Beta-Test gezeigt habe, sodass Sie da auch trefflich diskutieren dürfen und können mit uns. Dank Horizont werden wir jetzt auch auf Horizont Online das sozusagen kontinuierlich Ihnen zeigen dürfen und auch in einem Monatsbericht in so einer kleinen Creativity Corner einzelne Themen rausgreifen, um weiterhin die Diskussion zu führen, was Daten und Kreative voneinander lernen können und wie wir Kreativität einfach helfen können. Vielen Dank für den Moment. Dr. Schütz.